angegangen in Gender Talks und heute Abend soll es um Altersdiskriminierung gehen. Da stellt sich die Frage, wen trifft Altersdiskriminierung? Sie kennen das vielleicht, manchmal ist man zu jung für gewisse Sachen, dann wird einem gesagt, man ist zu alt für gewisse Sachen. Mit welchen Diskriminierungsformen haben Menschen aufgrund ihres Alters zu kämpfen? Vor allem vielleicht auch auf dem Arbeitsmarkt, das wäre ein interessanter Aspekt. Diskriminierungsarbeit akquirieren kann und wenigstens diese Veranstaltungsreihe weiterzuführen, weil das wäre so das, was wir uns wünschen, dass wir auch im nächsten Jahr zu den Themen, die im AGG stehen, also im Gleichbehandlungsgesetz oder auch Themen dazu, die Diskriminierungsgrund bieten, weiter miteinander im Gespräch bleiben. Das AGG wird im nächsten Jahr, ist im nächsten Jahr 10 Jahre in Kraft und diese 10 Jahre wollen wir eigentlich nutzen, um das Thema nochmal ein Stück zu pushen und hoffen, dass es uns gelingt. Spontane Eingebung, aber auch Kinder haben Rechte. Frau Solas, das steht so schön auf Ihrer Webseite. Was sind das für Rechte, in denen Kinder und Jugendliche sich eigentlich eingeschränkt fühlen? Ach, fast alle. Also, es gibt seit über 25 Jahren eine extra Rechtsform für Kinder und Jugendliche, die UN-Kinderrechtskonvention 1989 ins Leben gerufen worden, weil man festgestellt hat, dass Kinder und Jugendliche zusätzliche Rechte zu den Menschenrechten, die ja auch für Kinder und Jugendliche gelten, benötigen. Das sind besondere Schutzrechte. Leider nur wenige Kinderbeauftragte in Deutschland gibt. Aber warum Kinder und Jugendliche tatsächlich diskriminiert werden, weil sie einfach keine Möglichkeit haben, Gesellschaft mitzukriegen. Mhm. Herr Hörtermann, das sehen Sie wahrscheinlich auch so, oder? Ja, vielleicht kurz dazu. Zum Beispiel haben Kinder ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Und das Interessante ist, dass es auch im BGB steht. Aber ich mache jetzt nicht die ABC-Frage, ich sag gleich, seit wann? Erst seit 2001, das ist interessant. Also, das sind jetzt 14 Jahre her. Und wenn man sich das mal vorstellt, ist das schon erstaunlich, dass wir in unserem Land glücklicherweise es zwar geschafft haben, aber dass es zumindest im Gesetzbuch steht. Das heißt natürlich leider noch lange nicht, dass Kinder gewaltfrei aufleben. Wenn man nachdenkt, das ist ja schon ganz schön verrückt, wo Kinder und Jugendliche kämpfen um ihre Rechte oder müssen um ihre Rechte kämpfen, darum wenig diskriminiert zu werden. Irgendwann wird man erwachsen, wird mal mehr, mal weniger für voll genommen und irgendwann kommt man wieder in ein Alter, wo es auf einmal wieder losgeht. Was meinen Sie, wie unterscheidet sich Altersdiskriminierung im höheren Alter von Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen? Das ist sehr krass, empfinde ich. Ich habe selbst 4 Kinder, die können gut mitentscheiden in allen Bereichen. Familie, würde ich sagen. Da gibt es gute Mitbestimmungsgremien, das gibt es im Alter so überhaupt nicht. Es gibt Seniorenbeiräte in Städten, aber wenn Sie sozusagen das hohe Alter nehmen, 80-Jährige, 85-Jährige, die im Pflegeheim sind, also meine Mutter, die lebt im Pflegeheim, da gibt es einen Heimbeirat, aber die hat keinerlei Chancen, in irgendeiner Weise Anteil zu nehmen. Sozusagen Einfluss zu nehmen auf städtische Angelegenheiten, es gibt keine Gremien. Das ist nicht vergleichbar mit den Rechten von Kindern und Jugendlichen. Also ich bin sehr dafür, dass die Mitwirkungsrechte von Kindern und Jugendlichen gestärkt werden, aber da gibt es eine riesige Diskrepanz zu den Älteren, insbesondere von Teilhabe, sozusagen geschwächten Menschen. Sehen würden. Also das im Pflegeheim ganz krass, wenn ich dort auf die Toilette gehe. Ne? Also ältere Menschen, die sind über 80 Jahre sozialisiert, die haben sozusagen Gewohnheiten etabliert. Es beginnt beim Klopapier. Das ist marginal, kann man sagen. Ne? Klopapier, wir alle nehmen 2-3-lagiges Klopapier, würde ich sagen. Ne? Elementar. Sie werden auf keiner Toilette in einem Pflegeheim sozusagen 2-lagiges Klopapier finden. Das ist alles einlagig. Auch in jedem Krankenhaus. Das ist ein Indiz dafür, dass Ältere sozusagen benachteiligt werden. Klopapier. Das ist so elementar. Wir haben die Grundhaltung in unserer Gesellschaft, die auch jetzt gar nicht schlecht ist, dass die Kinder das schwächste Glied in unserer Gesellschaft sind. Nee, das sind die.
Das sind die Hochalte. Ja, deswegen ja. Und Sie sagen, das für die Hochalte letztendlich genauso. Aber für uns ist das, das sieht man ja auch beim SGCA, sieht man das, das wird ja immer deutlich da drin, ne? Dass man da so ein Gewicht auch drauf legt. Man sieht das aber bei den Hochaltrigen in der Öffentlichkeit nicht, in der Wahrnehmung. Überhaupt nicht. Ja, das stimmt. Also die Kinder sind gut behütet durch die Gesellschaft, durch die Eltern. Es gibt eine kleine Gruppe, die sozusagen, also wo die Elternhäuser nicht funktionieren und so weiter, aber es gibt eine große Gruppe von Hochaltrigen, die einfach benachteiligt und ausgegrenzt sind. Das ist wirklich ein Thema. Wie ist das denn eigentlich jetzt mal zum Thema Gender Trouble auch? Gibt es eigentlich auch hier so geschlechtsspezifische Diskriminierung? Gibt es, klar. 80% der Alternden sind Frauen. Also sie. Es werden aber mehr Männer. Nein, 80% der Pflegebedürftigen sind Frauen. Frauen sind, leben 5 Jahre älter. Das heißt, sie sind von der Benachteiligung extrem betroffen. Und zwar nicht erst, wenn sie pflegebedürftig sind, sondern im Alter von 75 Jahren, kann man sagen. Da pflegen sie ihren Mann. Zuvor pflegen die 60-Jährigen ihre Eltern. Das sind immer Frauen, kaum Männer. Dann sind sie von eigener Pflegebedürftigkeit betroffen und von eigener Behinderung. Das sind sozusagen alles Tatbestände, von denen Männer, also wir, nicht betroffen sind. Also wir sterben einfach. Ja. So, sie machen immer noch gute Leute. Genau. Also die Männer sterben. Ich muss festhalten, auch hier gibt es große Defizite, an denen wir nochmal anpacken müssen. Und ich würde sagen, mit Blick auf die Zeit, haben Sie vielen Dank für diesen Abend. Haben Sie vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Ich glaube, es gibt noch Eva, sag den Text. Hallo, grüß dich. Und mit wem rede ich jetzt eigentlich hier? Ja, ich bin Ilona Helena Eisner und ich bin die Vorsitzende vom Landesfrauenrat in Thüringen. Und ich bin Katrin Christ Eisenwinder und die Landesgleichstellungsbeauftragte von Thüringen. Na, dann fangen wir mal an. Los geht's. Was ist Gender Trouble eigentlich? Gender Trouble ist ein Projekt vom Landesfrauenrat. Da geht es um Diskriminierung. Und zwar wollen wir aufmerksam machen auf Diskriminierungsformen und Merkmale. Und dieses Projekt findet eigentlich im Netz statt, also im Internet. Es gibt eine Internetseite, es gibt einen Facebook-Account und einen Twitter-Account und das ist gefördert worden von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, dass wir das einrichten konnten und jetzt wollen wir darüber informieren, was Diskriminierung ist, welche Merkmale es gibt, wie man sich dagegen wehren kann, an welche Stellen man sich wenden kann. Was ist Gender Trouble für dich? Gender Trouble war ja nicht nur eine Sache, die im Internet begleitet wurde, sondern auch eine Sache, die 6 Veranstaltungen umfasst hat, nämlich wo über die verschiedenen Diskriminierungsmerkmale mit Fachleuten und Expertinnen gesprochen wurde. Und das waren wunderschöne Abende, sehr informative Abende. Und die haben viel Spaß gemacht. Und wie soll Gender Trouble weitergehen? Also ich möchte gern, dass wir das, was wir jetzt aufgebaut haben, einfach weiter nutzen in der nächsten Zeit. Das heißt, die Internetseite weiter bedienen und auch die beiden Accounts, die im Internet jetzt sind, mit den Themen, die ja auf der Straße liegen, zu bestücken und weiter zu informieren. Und was wünschst du dir für Gender Trouble? Also ich würde mir wünschen, dass der Bereich der Antidiskriminierung weiter ausgebaut wird, viel weiter bekannt gemacht wird, geteilt wird übers Internet, dass Veranstaltungen gemacht werden und wir unsere Inhalte verbreiten können. Und wie kann man Gender Trouble fördern? Indem man es einfach auch mitbewirbt, mit unterstützt, darauf aufmerksam macht, dass es diese Internetseite gibt, dass man da sich beteiligen kann. Es ist ein Projekt, wo man sich beteiligen muss. Ansonsten funktioniert es nicht. Und wenn Gender Trouble jetzt beginnen würde, dann?
Oh, wenn das jetzt beginnen würde, dann würde ich vielen Freundinnen und Freunden von dem Projekt erzählen, das bekannt machen und dafür sorgen, dass auch ganz viele Leute an den Veranstaltungen teilnehmen und unsere Internetseite auch benutzen. Oder dann? Ich soll den Satz auch beenden? Dann würde ich eigentlich die ganzen Sachen genau wieder so machen. Würde den Antrag so stellen, würde diese ganzen Dinge, die wir eingerichtet haben, genau so wieder einrichten und würde die Veranstaltung aber wesentlich breiter bewerben. Und damit tschüss. Tschüss. Ton läuft. Kamera läuft. Also, mit wem rede ich jetzt?